lange, lange unterwegs. Ja, ich glaube, aber ich war gefühlt 60 Minuten belegt mit mehreren Story-Strängen, da ich ja eine Person hatte, nee, zwei, die vermählt werden wollte. Die verlorenen Schiffe, die ihr Gedächtnis verloren hat. Dann Blackbeard, der hier ankam, die Info, wer unsere Schiffe geklaut hat. Also war ganz schön viel heute. Ich fand aber trotzdem, wie wir es gelöst haben, fand ich cool. Na, also wie wir die Beweise, wie wir die gesammelt haben, ja, dass wir die hatten. Und dass wir dann trotzdem den Schein gewahrt haben, dass alles okay wäre. Ich meine, wir hätten natürlich die Blackbeards auf unsere Insel stellen können. Da wären wir im Vorteil gewesen. Aber wir wollten es natürlich schlau lösen. Und wir müssen ja hier noch Fallen bauen. Das Traurige ist, die Gerechtigkeit hat verloren. Ja. Die Barbaren haben gesiegt. Vorerst. Wir nehmen Rache. Es war ein Spiegel der Gesellschaft. Und das ist das Traurige. Ich habe mir eine bessere Welt gewünscht. Ich habe wirklich gedacht, wir können mal was beeinflussen. Dass die Welt wieder ein besserer Ort werden kann. Aber nein. Dreistigkeit gewinnt. Und auch das zeigt sich jetzt wieder. Liebe Leute, ich habe heute leider keine Botschaft für euch. Och Mann, Captain. Dann Blicker, sag jetzt bitte was Positives. Ich habe gehört, das hat schon mal so gut geklappt. Ach ja, genau. Blicker, erzählst du mir was Schönes. Ja, bitte. Bitte, genau, bitte. Blicker, du musst, sag euch was. Bitte. Blicker, du musst uns was Schönes erzählen. Nein, Blicker. Hinsetzen. Ich gebe dir auch einen guten Trank, guck mal. Da, einen positiven Trank. Da, der heilt dich bestimmt. Alle ja, habe ich noch klauen können. Ja, du bekommst den. Weil ich dich so gerne. Nein. Bitte erzähl uns was Schönes. Bitte eine Lagerfeuergeschichte. Ja. Oder im Lagerfeuer, das ist auch gut. Gemeinsam das Lagerfeuerlied. Wie geht das? Dann sing mal für uns. Singt das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-F-E-U-E-L-I-D-Lied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Ich glaube, so alt bin ich noch gar nicht, dass ich das hätte mitsingen können. L-A-G-F-E-U-E-L-I-D-Lied. Oha, Tim kann das ja richtig gut. Hätte irgendjemand noch Bock mit mir das Schiff zu suchen? Was für ein Schiff? Ja, unsere. Zweimaster. Oder wisst ihr, nein, wo es ist? Au. Nein, das Schiff, pass auf, das Ergebnis war ja jetzt, Blackbeard hat das Schiff nicht geklaut. Die Beweise waren nicht ausreichend und deswegen, ja, keine Ahnung, wo es ist. Ja, deswegen kann ja, wir können es ja trotzdem suchen gehen. Ich glaube schon, dass sie es geklaut haben, nur gut versteckt. Ja, weil es wäre ja auch dumm von denen, wenn die es einfach bei deren Hafen hinsitzen. Nein, er hat gesagt, sie haben es nicht geklaut. Wow, ja, und dann haben sie uns eine Falle gelockt. Ja, aber wenn er sagt, sie haben es nicht geglaubt, muss ich ihm ja glauben. Ganz einfach, Captain, dann glaubst du ihm, aber wir ihm nicht. Ja. Genau. Ich glaube ihm auch nicht. Aber meine Argumentation war nicht ausreichend, dass sie zugegeben haben, dass sie es geklaut haben. Ja, aber trotzdem können wir doch unser Schiff suchen gehen. Ja, aber wo wollt ihr suchen? Also Blicker kennt sich aus. Tim kennt sich aus auf den Weltmeeren. Das ist richtig, aber meine Wenigkeit würde tatsächlich vorschlagen, so leid es mir tut, für heute müssen wir uns geschlagen geben. Ja. Morgen ist Farming Day, da ist bis Dienstag Zeit, sich neu zu orientieren, sich neu aufzustellen. Jetzt noch eine halbe Stunde lang das Boot zu suchen, wenn ihr möchtet, okay. Aber ich persönlich würde hier bleiben, morgen den Farming Day nutzen und dann einfach übers Wochenende quatschen, wie wir weitermachen. Und dann auf Dienstag ordentlich reinhauen. Also mein Plan für Dienstag, wir fangen erst um 22 Uhr an, da gehen die anderen offline und dann sprengen wir deren Base. Aber so lange sind wir ja auch offline. Wir können ja bei uns genau dasselbe machen, wenn wir so spät online kommen. Ja, die kommen jetzt eh und zerlegen uns. Wow, und jetzt möchtest du einfach so aufgeben? Nein, die werden uns nicht. Ich logge mich nur später ein, damit ich die zerbomben kann. Also ja, aber währenddessen sind wir ja schon zerbombt. Habt ihr nicht gesehen, was sie mit der Navy machen? Nö. Naja, die zerlegen uns hier das Dorf. Fertig. Also ich wüsste jetzt nicht, was wir noch machen sollen. Ja, also die Taverne dürfen sie eigentlich nicht angreifen. Bei Capiccio haben sie ja auch das Fass angezündet. Klar dürfen sie nicht. Warum sollen die Taverne nicht angreifen? Die Taverne war eigentlich tabu anzugreifen. Ja, gut, aber wir haben ja hier mehr als die Taverne. Ist jetzt nicht so, dass wir hier nur eine Taverne gebaut hätten. Nein, Benjamin. Und in unserer Taverne ist einfach nur rum. Ne? Der Rest ist ja hier draußen. Wo kommt denn eigentlich jetzt das... Achso, das mit dem lila Segel hatten wir ja noch. Ja, aber das sollten wir vielleicht nochmal woanders hinstellen. Nicht offensichtlich. Wo soll ich es hinfahren? Vielleicht hier hinten. Um eine Ecke in eine kleine Bucht rein. Hier hinten da. Hier hinten ist doch der Fluss. Soweit wie wir hier hinten, Tim. Nicht. Captain, was ist mit diesem komischen Taubi-Sache, weil der hier auf der Insel unterwegs war? Er hat gesagt, sie haben ihn erlaubt, hier frei rumzulaufen. Keine Ahnung, der kam hierher und hat gesagt, die Luke-Crew greift mich jetzt an. Das war ja das nächste Ding. Mir wurde noch gesagt, die Luke-Crew greift mich an.
Also es waren alle drei, die Navy war hier, die Verrückten waren hier, die anderen Verrückten waren hier. Ich wusste, das waren heute zu viele Reize auf einmal, als dass ich mich hätte auf eine Sache richtig konzentrieren können. Ja, so habe ich mich auch gefühlt. Also es ist okay, es waren auch viele Leute da, mit denen hatten wir noch gar keine Interaktion, das freut mich auch. Ja. Nur haben sie sich gerade heute alle gleichzeitig hier erwischt. Wir waren hier. Also ich traue diesen Taubi nicht. Er wollte mich am Anfang, ohne dass ich was getan habe, hat er mir schon am ersten Tag gedroht, er bringt mich um. Okay, hat er es getan? Nein, weil ich geflüchtet bin. Okay, aber folgendes, was ist schlimmer, jemand, der dir androht und dich nicht tötet oder jemand, der nichts sagt und dich trotzdem tötet? Zweiteres ist schlimmer. Ja, Captain hat gewonnen. Ja. Also sind die Blackbeards schlimm. Ja. Ich habe ihn zu Beginn des Projektes als ein kennengelernt und genau dieser ist er auch. Dann alle gegen Blackbeard. Ja, weil du ihm nicht raus kannst, bin ich ja auch losgefahren, um zu gucken, ob er unser Schiff hat. Ich habe aktuell nur ein Schild und eine leere Rumpflasche, aber die werfe ich ihm so gegen den Kopf, dass er eine richtige Beule kriegt. Der wird sich zweimal überlegen, ob er mich nochmal tötet. Aber solange Roleplay noch aktiv ist, muss ich mal kurz noch was Roleplay-Technisches veranstalten. Wisst ihr, was das hier für ein Käfig ist? Nö. Das hab ich gebaut, als ich hier die Leute gesehen habe. Und dann hieß es ja erst, wir sollen die gefangen nehmen. Dann habe ich das schnell auf die Schnelle gebaut, aber das kam man dann doch letzten Endes nicht zum Einsatz. Warte, dann mache ich dir kurz eine Freude. Oh nein, ich bin gefangen! Okay, es kam zum Einsatz. Oh nein. Okay. Sehr gut. Ja. Hast es nicht umsonst gebaut? Ja. Du hattest für 3 Sekunden einen Gefangenen. Oh, das ist auch toll. Eigentlich macht das Sinn, mehr aus Eisen zu bauen, aber wir haben gar kein Eisen mehr. Dann baue ich es mal wieder ab. Ja, bau mal ab. Ja. Ihr braucht wieder Rüstung, oder? Wir brauchen alles. Ja, okay, meine Lieben. Würde ich einfach auf dem Farming gehen. Wir brauchen Welt. Genau, ich würde mich jetzt auslocken. Wir wollen nur Liebe. Und es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns wahrscheinlich hoffentlich morgen beim Farming Day. Und ich hoffe, wir erholen uns gut von dem Schock heute. Ja. Mal gucken. Schlaft gut. Ja, wow. Bye. Tschüss. Ja. Tschüss. Na gut, dann würde ich mich jetzt auch verabschieden. Dann gehe ich in mein Baumhaus. Das habe ich gar nicht gesehen. Ui, cool. Ja, ich habe angefangen, aber ich komme nie dazu. Es kommt immer was dazwischen. Oh, ich brauche irgendeinen Block. Aha. Also wenn ich du wäre, würde ich hier nicht auf das Schild schauen. Hier auf das, da würde ich nicht schauen, wenn ich du wäre. Warum machst du es denn? Ich habe doch gesagt, dass du da nicht drauf gucken sollst. Ja, wenn du das sagst, dann bist du so neugierig. Mann. Ja. Das sieht ja so aus, als hätte ich das gemacht. Da steht ja immer noch da, dass du bei mir warst. Echt? Ja, ich hab das doch nicht. Ich lass das doch nicht. Ja. Das ist mir eine Ehre, wenn du mich besuchst. Ey, Stine, was machst du da? Okay, das lasse ich so zählen. Na, was treibt ihr gerade hier Schönes beim Blicker? Wir machen alles kaputt. Obwohl eigentlich nur die Schuld. Wir stellen nur Schilder hin. Ja. Jetzt ist besser, die waren hier. Leute, soll ich meinen Schatz woanders verstecken? Also ich habe meinen zwar in der Nähe bei mir versteckt, aber nicht direkt am Haus. Und so, dass wenn sie es abbrennen würden, er trotzdem nicht auffallen würde. Ist das alles so schlau? Ich habe es direkt im Haus. Ist ja nicht ganz offensichtlich, aber das würde man doch sehen. Ja, wenn es abbrennt, dann hast du ein Problem. Ja. Warte mal. Also, dein Diamant wurde geklaut. Ja, die sind alle so böse. Also ich habe meinen Schatz 2 Erdblöcke tief und unter der Grasnarbe versteckt. Meine ist irgendwo hinterm Verzauberungstisch, den ich nicht mehr erkenne. Sagen wir jetzt hier alle jedem, wo wir unseren Schatz versteckt haben. Du, ich und Steven, wir haben ja auch noch eine Notfallkiste weit weg von hier. Alter. Ich habe noch eine extra Kiste, da ist auch noch ein ganzer Diamantblock drin. Ihr habt 3 geheime Kisten? Nein, 2. Ja, okay. Also ich habe eine, Steven hat eine. Ich habe eine. Ich auch. Und wir haben gerade eine, wo wir für die Crew angelegt haben, wo auch Notfallersatzzuckerrohr ist, falls wir uns den Zuckerrohr klauen. Ich glaube, ist alles da. Wir können aber nochmal hingehen. Möchtet ihr zwei mitkommen? Ich fahre weiter das Zuckerrohr ab. Und ich auch nicht. Ich glaube, ich muss meine Elefanten ein bisschen schützen, bevor die angegriffen werden. Bevor sie angegreift werden. Oh nein. Ja, nee, komm, dann lass mal das sein. Dann nehme ich mir hier gleich ein bisschen Zuckerrohr und verstecke das noch in meiner Kiste. Haben sie hier irgendwas geklaut? Nein, weil ich da zum Glück noch nichts gemacht habe. Das wollte ich noch einreißen. Stimmt, das kann ich ja jetzt halt machen. Dann habe ich wenigstens irgendwas. Ich würde jetzt nicht sagen, irgendwas erreicht, weil wir haben doch viel erreicht. Aber ja.
Ich weiß nicht, also mega geil, deshalb habe ich auch schon gesagt, mega geil. Oh, ich habe einen Eisenhelm, oh, cool, danke. Aber den brauche ich tatsächlich nicht. Den kann ich dann da hinsetzen. Oh, das ist doch super. Ihr kleinen Schafis, wer rennt da hinten noch rum? Ach, der Captain mit Stine, okay. Es steht noch da, hier bei Ben, ja. Okay, oh Gott. Das muss ich noch, genau das muss ich noch bauen. Es war echt so heftig, dass ich überlebt habe. Ich kann es gerade selber nicht mehr so wirklich. Ich weiß auch nicht, wie ich das gerade sehe. Einfach krass, Brüder. Fernrohr brauche ich gerade nicht. Meine Schaufel ist hier. Okay. Dann weite ich hier mal ganz kurz mein Haus. Oh, da fehlen noch Treppen. Und zwar... eigentlich hier. Genauso wie hier. Ja, habe ich zufälligerweise noch Treppen? Das sind die falschen. Da. Ah, leider nur zwei. Zack und zack. Oh, mir fehlt noch ein Dach. Ja, hups. Sehe ich ja jetzt erst. Hoppala, hoppala. Ich brauche noch ein paar mehr Treppen. Habe ich noch irgendwo Treppen? Nö, aber das hier kann da unten rein. Jawohl. Habe ich noch irgendwo Steinziegel? Habe ich hier noch irgendwas drin? Nein, habe ich hier noch? Nein. Ich habe keine Steinziegel mehr. Also muss ich wieder weg. Ich weiß echt nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Oh mein Gott, das war so eine wilde Folge. Geil. Wirklich geil. Was zur Hölle? Sina, alles okay? Ich habe da gerade irgendeinen Schrei gehört. Ein Schrei? Ein Schrei? Ich dachte erst, das war der Captain, aber der war gar nicht hier. Leute, der Captain ist hinten bei den Krokodilen. Aber ich glaube nicht, dass er geschrien... Okay. Irgendein Schrei gehört. Könnten auch die Ziegen gewesen. Das schon wieder? Die Ziegen gewesen. Oh, okay. Okay, dann... Okay, danke. Ja, ich glaube, wir haben eine Schreiziege. Ja, genau, das war's. Okay. Das heißt, unser Spiel macht ja irgendwie auch kaum noch Sinn. Naja. Niki, kannst du bitte mit über Brieftaube schreiben? Oh, hallo. Habe gerade mit dem Säbel geredet. Hat keiner gehört. Okay, danke. Meine Melonenfarm nutzt ja auch keiner mehr. Und da habe ich mir doch so viel Mühe gegeben, weil ich nicht wusste, wie ich der Bande helfen kann. Oh, Mann. Naja, hörst du mich überhaupt? Tonlos? Nee, er ist tonlos. Er hört nichts. Okay, na dann halt nicht. Was? Hallo, wir haben gerade über dich gelästert. Cool, das habe ich noch auf Stream. Irgendwas soll ich machen? Ich hab's vergessen. Alles in die Müllkiste. Oh, die Müllkiste ist voll. Dann hier oben alles in die Müllkiste. So. Ach, Steinziegel, das brauche ich noch. Ja, das brauche ich auch noch. Das kann ich braten. Ein bisschen aufräumen hier. Sine schreien, Plicker schreien. Ja, natürlich nur die Mädels. Natürlich nur die Mädels. Nee, eigentlich war da nur Plicker und von mich gar nichts. Weil ich werde immer vergessen. Oh, aber jetzt hast du ja ein Schreien. Ist das nicht super doll? Worum du bist? Achso, ja, ich glaube, du bist selber abkommen. Hingebaut. Achso, ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Danke. Ich mir auch. Oh. Er war einfach weg. Ein arme kleine Ben, oh nein. Was wollte ich machen? Steinziegel holen. Sind hier noch irgendwo, ist hier noch irgendwo Steinziegel drin? Nö. Nö. Hier auch nicht. Ach, nicht schon wieder. Och, Captain, och Gott, Captain, was machst du denn? Ach du, ach nein, ach Captain. Was macht er denn? Versuchen, Krokus zu züchten. Ja, ist halt bitte damit auf, wenn es geht nicht gut. Er hat ja zwei Stück gezüchtet heute. Ja, aber er ist auch von einem gefressen worden. Kannst du denn? Ja, du kannst noch hoch, okay. Och, Mann. Ja, er stand noch hier und sagte, soll ich mal ganz mutig sein und fupp, weg war er. Ohne was zu machen. Sind die hochgesprungen? Und weiß ich nicht, es ging zu schnell, ich hab's nicht gesehen. Und ich hatte recht, ich hatte sowas von recht, dass Champ als nächster von den Krokodilen gefressen wird. Ja, klar, also der provoziert es aber auch immer, habe ich das Gefühl. Der will's auch. Sine, haben wir noch Diamanten? Einen Block haben wir noch, ja. Wir gehen mal kurz zu Plicker beratschlagen. Ah, das ist klar. Plicker ist doch nicht mehr da, die ist schon weg. Die ist schon weg. Ich glaube, wir sind die Einzigen. Ach, auch gerade. Wir sind die Einzigen. Tim auch weg? Ja, der hat sich Tim vorhin bei mir. Tim ist schon weg, Ben hat sich vorhin bei mir verabschiedet. Alle schon weg. Du hast gerade, wir haben noch einen, Stine. Stine? Ja, die ist gerade abgehoben. Ach, die und ihren. Ja. Boah, das heißt, morgen wieder farmen, wie ein paar Gehörte.
Och Mann, Soll ich mal einen auf Captain Champ machen? No! Stimmt, du musst dich jetzt komplett weglachen. Das bringt mich schon wieder zu lachen. Ja. Ja gut, ich hol den Diablock. Ja, ich hätte es auch meinen holen können. Ich hab gar keinen. Oh, hier ist eine schwebende Kiste. Da ist ja gar nichts drin. Heute bitte nicht mehr retten, schreibt er. Okay. Ich schreibe okay. Ich hab schon geschrieben. Ach so. Oh. Okay. Na ja. Dann halt nicht. Erst wird er vom Kroko in eine Falle gelockt, dann wird er vom Kroko erschlagen. Ja. Er muss immer irgendwas mit dem Krokodil zu tun haben. War das eigentlich Kroko, der die Falle ausgelöst hat? Oder stand da nur, dass er aus hoher Höhe gefallen ist? Der stand nur aus großer Höhe gefallen. Okay. Das heißt, die haben irgendwie ein Erdloch gebuddelt. Nein. Nein, das war Sand. Das war eine Sandfalle. Ja. Irgendwie 10x10 oder so. Mit Schildern drunter. Mit Knöpfen, glaube ich, war das. Mit Redstone haben sie die Schilder dann abgebaut und dann rutscht der Sand runter. Ja, das war eine Kiste gekoppelt. Also am Anfang war es mit einer Kiste gekoppelt. Dass wenn einer rangeht an die Kiste, dass die runterfällt. Das war in Dynasty auch. Weil die hat Calimero gebaut. Das war seine Aufnahmebedingung, dass er bei den Brickpits dabei ist. Das jetzt, was wir gerade eben reden, passiert gerade nicht im Spiel, sondern... Ja. Das ist privat. Out of Roleplay. Genau. Black Wotan weiß das nicht. Aber ich, der ins Spiel, der weiß das. Das hätte ich beinahe meinen Namen gesagt. Obwohl mein Name ja bei einigen auch bekannt ist, obwohl sie es gar nicht wahrscheinlich mitbekommen haben, wie ich heiße. Obwohl Tütchen ihn ja ständig mitteilen tut, wenn er mich, wenn ich was schreibe. Okay, dann behalt bitte jetzt mal kurz alles für dich, weil bevor du dich jetzt wirklich noch irgendwie hier verredest. Du, es würde mich jetzt nicht stören, wenn es Leute wissen, aber ich muss es von meiner Seite her aus jetzt nicht groß rausposaunen. Ja. Das muss ja nicht jeder... Ich wissen, dass ich Stine heiße. Oh, hallo Stine, wie unerwartet, dass du Stine heißt. Krass. Ich denke mal, er hier heißt Klaus Detlef. Ah, knapp. Ich bin Detlef Doldi. Ich bin auch nicht stolz auf diesen Namen. Und Herbert war auch noch mein dritter Name. Ja, Detlef, Doldi, Herbert, Gustav ist mein Nachname. Es gibt ein paar, die wissen, wie ich heiße und... Es gibt sogar Menschen, die wissen, wie ich aussehe. Oh, ich glaube, du hast einen Bart, oder? Gibt's auch. Ganz viele. Das ja. Nein, so viele gibt's eigentlich gar nicht, Stine. Es gibt Tütchen weiß das, Rintintin weiß es. Diese Folge wird echt spannend. Padma weiß es. Jetzt erstmal gucken. Bitte sagt den Namen, ja. Ich möchte euch... Wie heißt Stalken? Ja, so heißt's. Zum Beispiel Tütchen hat mich auf Facebook, Padma hat mich auf Twitter... Kroko weiß auch, wie ich heiße und wie ich aussehe. Hallo, ich bin Domi. Und ich bin da. Von mir weiß keiner irgendwas. Und das ist auch gut. Ja. Du heißt Dominik. Dass du Domi heißt. Ah, ja, stimmt. Das ist leider, irgendwie rausgekommen. Ich weiß leider nicht genau, wie. Dass du coole Videos machst. Ja, Domi, Domi, ja. Und ich weiß, wo du wohnst, Stine. Ja. Nur woher? Ja, ja. Ach ja, noch was. Ich fand deinen YouTube-Short mega cool irgendwie. Wo du die Wohnung in München zeigst. Die Wohnung in Köln. Oder dieses Zimmer da. Das war unser Hotelzimmer, ja. Auch gut. Da fand ich's, weil du filmst du dann das Badezimmer und dann sieht man nur die Kamera oder das Handy halt im Spiegel. Das fand ich irgendwie lustig. Ja, da musste ich kurz grinsen. Ich musste es zweimal drehen. Also, beim ersten Mal hat man mich zuerst nicht gesehen. Musste ich nochmal drehen. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Wenn man über solche Themen redet, wie dass gewisse Leute wissen, wie man heißt, dann auf einmal eine WhatsApp-Nachricht kommt mit ich weiß es auch. Wie kam es eigentlich zu dieser Situation? Weiß ich auch nicht. Tim weiß es auch. Wir wissen, dass du ein P*** wohnst. Och Mann, ja gut, alter Leute. Aber bitte mir nicht verraten, bitte. Neben Kroko, du wohnst neben Kroko. Kroko und dein Haus an. Nimm ganz viel TNT von hier mit. Ja, ich fahr kurz rüber und sag dann, ey Kroko, das war echt gemein. Aber cool, dass du diese Falle gebaut hast. Hat echt super geklappt. Finde ich aber schön, dass alle so richtig schön verteilt irgendwo wohnen in Deutschland. Das ist immer richtig schön. Dann kommt so ein Treffen immer richtig cool besser zustande, weil... Ja, Gamescom, ja, das wäre doch cool, wenn wir uns alle mal auf der Gamescom treffen. Ja, Köln Gamescom, ich bin auf jeden Fall dabei. Oh, ich auch. Ich glaube, ich beende jetzt mal die Folge. Hoppla.